Im Rahmen des Senftenberger Agenda-Diploms erlebten 14 Kinder einen besonderen Tag bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft in Senftenberg. Unter dem Motto Chili, Lilly und Tildil laden ein, tauchten die jungen Teilnehmer in die Welt der Kräuter und Gewürze ein, erkundeten barfuß ihre Umgebung und erfuhren Spannendes über die Natur. Nach einem gesunden Frühstück starteten die Kinder in drei Gruppen zu verschiedenen Stationen. Auf dem Barfußpfad, dem Pfad der Sinne, direkt am KWG-Gebäude konnten die Kids Natur hautnah erleben. Und das war auch für Teilnehmerin Hanna eine ganz neue Erfahrung. Naja, es war jetzt das erste Mal, aber ich kann doch noch nicht alle Materialien dafür. Okay, und gehst du nochmal drüber? Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal drüber gehen. Selbst der KWG-Chef musste mit ran und den beschwerlichen Weg über den Pfad meistern. Am Ende haben es aber alle mit Bravour absolviert. In der zweiten Gruppe ging es währenddessen um die Kräuterkunde, die verschiedenen Pflanzen und ihre heilenden Eigenschaften. Hier gab es professionelle Informationen von, wie sie sich selbst nennt, Kräuterhexe Petra Friebe. An meiner Station gibt es heute die typischen Gartenkräuter zu entdecken, wie Lavendel, Rosmarin, die Zitronenmelisse, Pfefferminz, und ich versuche den Kindern auch ein bisschen beizubringen, wie man die verwenden kann. Mir ist es immer wichtig, dass man die mal riecht, und wir vom Naturschutzbund sind natürlich dazu da, dass wir die Sinne schärfen, dass da eine Biene ist und dass die einheimischen Pflanzen wichtig sind. Und die dritte Gruppe konnte parallel an diesem sehr heißen Sommertag beim Yoga auch richtig entspannen. Doch das war längst noch nicht alles, was der Tag bei der KWG bot. Nach einem Kräutermärchen gab es noch ausreichend Zeit, sich in der Hüpfburg auszutoben und ein bisschen Energie loszuwerden. Ein aufregender Tag, der einem großen Kindergeburtstag gleicht, stellte Ralf Weide fest. Reichlich Vorbereitung steckte für das Team der KWG auf jeden Fall in diesem Tag. Wir sind schon viele Jahre dabei. Es ist ja ein Projekt der Stadt Senftenberg und wir sind ein kommunales Unternehmen. Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen und deshalb ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir teilnehmen. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre haben wir noch beobachtet und seitdem sind wir alle Jahre dabei. Das Thema ist dieses Jahr Kräuter und Gewürze. Das ist eine Tradition, die wir eigentlich fortsetzen. Wir haben vor 3 Jahren angefangen mit dem Bau von Insektenhotels. Im letzten Jahr haben wir den Imker Leuschner hier gehabt mit einem Bienenworkshop. Und dieses Jahr haben wir kleine Kräuterhexen und Kräuterhexer da. Und das zieht sich jetzt eigentlich so durch, weil ich sage mal, das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie ist ja in aller Munde und auch für uns als kommunales Unternehmen wichtig. Nach dem Mittagessen ging es kreativ weiter. Die Kinder stellten eigene Kräutersalze her, nähten duftende Kräutersäckchen und malten mit Naturfarben. Jeder konnte seine eigenen kleinen Kunstwerke mit nach Hause nehmen. Eine Erinnerung an einen Tag voller neuer Eindrücke und Erlebnisse. Der Kräuter- und Gewürzworkshop bei der KWG war sicherlich ein Highlight im Ferienprogramm des Senftenberger Agenda-Diploms. Und mit ganz großer Sicherheit wird das Wohnungsunternehmen auch im kommenden Jahr wieder mit an Bord sein.